Hallo, herzlich willkommen zum unseren Vortrag. Wie Frau Grabe schon sagte, Hörbeeinträchtigungen erfahren, wieso Untertitel wichtig sind. Mein Name ist Sanja Grimminger und meine Kollegin Sarah Vosnakur haben Sie schon bei der Begrüßung kennengelernt. Wir beide kommen von der Goethe-Universität Frankfurt am Main und sind auch Teil des Projekts HessenHub Netzwerk Digitale Hochschullehre Hessen, wo wir uns aktiv mit dem Schwerpunkt digitale Barrierefreiheit auseinandersetzen. Ein kurzer Überblick für heute. Wir wollen eine 10-minütige Input mit einer 10-minütigen Inputphase beginnen. Da wird es darum gehen, welche Arten von Videos kommen in der Hochschule überhaupt vor. Dann die Frage, wann sind Videos barrierefrei zugänglich? Es geht um ein Beispielvideo mit dem Namen Hörbeeinträchtigung erfahren. Und dann geht es noch um die Untertitel an sich, um Standards, Formate und die Erstellung. Danach geht es in die Mikro-Lerneinheit, die ist für 15 Minuten angesetzt. Und dort haben Sie die Möglichkeit, das Tool Subtitle Horse auszuprobieren, das ich später auch noch einmal vorstelle. Und zum Schluss haben wir noch Zeit, 5 Minuten für eine Diskussion. Videos in der Hochschule. Videos spielen eine sehr wichtige Rolle in der Hochschule und vor allem auch dann, wenn es um digitale Barrierefreiheit geht. Durch die Pandemie und das damit einhergehende Arbeiten im digitalen Lehrbetrieb ist die Nutzung von Videos noch einmal immens gestiegen, was die Barrierefreiheit noch dringlicher macht. Unter Videos fallen nicht nur Vorlesungsaufzeichnungen, sei es, dass sie in Hörsälen aufgenommen wurden oder in einem Studio, sondern zum Beispiel auch Aufnahmen von Videokonferenzen. Auf der Folie sind zwei Beispiele von Videos, die wir mitgebracht haben. Auf dem linken Beispiel sehen Sie eine Videokonferenz mit eingeblendeter Folie und daneben noch ein kleineres Bild von der vortragenden Person. Und auf der rechten Seite, im zweiten Beispiel, wird eine Situation gezeigt aus einem Screencast, den man zu Erklärfilmen zählen kann. Erklärfilme können beispielsweise gut dafür genutzt werden, gewisse Handlungsabläufe zu veranschaulichen, wie zum Beispiel eben in einem Screencast, wo man die Aktionen am Bildschirm des Vortragenden beobachten kann und sehen kann, wie die Maus bewegt wird und andere Aktionen ausgeführt werden. Des Weiteren gibt es Demonstrationsvideos, wie sie zum Beispiel häufig in der Lehrendenausbildung verwendet werden, um Situationen etwa in Schulklassen anschaulich darzustellen. Es gibt aber auch weitere Informationsvideos, zum Beispiel auf Webseiten, wo sich die Hochschule an sich vorstellt oder andere Personen vorstellen. Und Ihnen werden bestimmt noch sicherlich ganz viele weitere Beispiele einfallen, wie Videos an Hochschulen genutzt werden. Kommen wir zu der Frage, wann Videos barrierefrei sind. Barrierefrei bedeutet, dass das Video an sich sowie die visuellen und die auditiven Inhalte allen Menschen zugänglich sind. Das Projekt BIC für alle, das auch auf der Folie verlinkt ist, die Folien stehen Ihnen schon online zur Verfügung. BIC für alle hat drei Säulen definiert: Video Player, Audiodeskription und Untertitel. In dem Projekt wurde auch ein Leitfaden erstellt für barrierefreie Online-Videos, den Sie sich gerne im Anschluss auch nochmal anschauen können. Was macht also ein Videoplayer barrierefrei? Das Menü bzw. die Buttons müssen groß genug sein, um sie gut bedienen zu können. Und alle Bedienelemente müssen auch über die Tastatur erreichbar und bedienbar sein und nicht nur über die Computermaus.
Als Beispiel ist auf der Folie das Menüband des Able Players zu sehen, der als barrierefrei gilt, bei dem es auch verschiedene Optionen gibt, die man ein- und ausschalten kann. Diese befinden sich in der Mitte, also links ist der geläufige Play, nach vorne, nach hinten Springen-Button und dann der mittlere Teil ist besonders beim Able Player mit dem ersten Icon. Da kann man Untertitel ein- und ausschalten. Dieser wird durch CC abgekürzt. Das steht für Closed Captions. Der zweite Button aktiviert die Audiodeskription. Der nächste Button ist für eine Transkription des gesamten Videos. Der vierte Button für ein Kapitel, wenn Kapitelmarken gesetzt wurden in Videos. Und dann gibt es noch zwei Icons, ein Hase und ein Schild und eine Schildkröte, mit denen man das Video schneller oder langsamer ablaufen lassen kann. Neben dem barrierefreien Videoplayer sollte auch eine Audiodeskription zur Verfügung gestellt werden, damit wichtige Informationen zur Handlung, Personen oder Schauplätzen und auch Texteinblendungen auch akustisch zur Verfügung stehen. Das hilft vor allem Menschen, bei denen das Sehen beeinträchtigt ist. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht am Laptop draußen sitzen und die Sonne blendet und Sie können nicht so gut erkennen, was am Bildschirm zu sehen ist, dann würde Ihnen das auch helfen. Oder wie ein Kollege sagte, er hört sich gerne Videos an beim Abwaschen und kann nicht auf den Bildschirm gucken, sondern lässt sich lieber alles erzählen. Andersherum sollten auch auditive Informationen über Untertitel wiedergegeben werden. Für wen das von Bedeutung ist, sehen Sie später in dem angekündigten Video, auf das ich auch gleich nochmal eingehen werde. Als ergänzenden Punkt zu diesen drei Säulen habe ich hier auf der Folie auch noch die Gebärdensprache mit aufgenommen, da diese das Verständnis im Video, so wie wir es auch heute sehen, ebenfalls unterstützt und zur Barrierefreiheit beiträgt. Das angekündigte Beispielvideo Hörbeeinträchtigungen erfahren. Dafür haben Sie nachher in der Praxisphase Zeit, sich das anzugucken. Das dauert ungefähr 3 Minuten. Und am Anfang wird ein Dokument erwähnt, das zur besseren Verständlichkeit des Textes beiträgt, weil wir in dem Video verschiedene Hörbeeinträchtigungen eben mit Effekten eingebaut haben. Und wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, also Untertitel sind vorhanden, aber falls Sie das nochmal nachlesen wollen, können Sie das auch im Dokument tun. Den Link stellen wir Ihnen nachher zur Verfügung. Kommen wir nun zur Erstellung von Untertiteln anhand von 4 Schritten. Als erstes muss der Text transkribiert werden. Das heißt, der Sprecherinnen-Text und wichtige Hintergrundgeräusche werden aufgeschrieben und in kleine Häppchen aufgeteilt. Im zweiten Schritt muss der Text an die Timeline angepasst werden. Das heißt, dass das, was zum Lesen im Untertitel steht und das, was im Video gesprochen wird, dass es gleichzeitig erscheint. Dabei sollte man darauf achten, dass man genug Zeit zum Lesen lässt. Im dritten Schritt wird das Video und die Untertitel auf ihre Synchronität überprüft. Hier ist ein guter Tipp, wenn man mit dem Untertiteln fertig ist, kann man den Ton von dem Video ausstellen und dann schauen, ob Video und Untertitel, ob das zusammenpasst oder ob in den Untertiteln vielleicht noch wichtige Hintergrundgeräusche oder Ähnliches vergessen wurde. Im vierten Schritt kann man die Untertiteldatei exportieren, zum Beispiel im SRT-Format, wenn man die Untertitel unabhängig von dem Video verwenden möchte oder speichern möchte. Es gibt verschiedene Formate, also viele verschiedene. Ich habe Ihnen 2 heute mal mitgebracht. Zum einen, wie gesagt, das SRT-Format, das steht für Sub-RIP Subtitle und ist eine reine Textdatei. Diese könnten Sie theoretisch auch mit einem normalen Texteditor erstellen. Und etwas weiter greift eine WebVTT-Datei, das steht für Web Video Text Tracks. Und das ist eine Textdatei mit weiteren Metadaten, wie zum Beispiel, ob Farben verwendet werden in den Untertiteln, ob die Schrift fett ist oder ob Kapitelmarken gesetzt wurden.
Auf der Folie ist eine beispielhafte Textdatei im SRT-Format zu sehen. Es sind drei Texthäppchen sozusagen. Diese Textdatei ist auch aus dem Video, was Sie sich nachher angucken können, und fängt an mit dem Text. In diesem Video mit dem Titel Hörbeeinträchtigung erfahren. Und diesem Textschnipsel sind zwei Zeiten zugeordnet. Die Anfangszeit und die Endzeit, wann dieser Text im Video dargestellt wird. Die Anfangszeit ist hier 0 Stunden, 0 Minuten und 0,14 Sekunden und wird angezeigt bis zu 0 Stunden, 0 Minuten und 3,687 Sekunden. Und so werden eben diese Häppchen untereinander aufgelistet. Genau, kommen wir zu den Untertiteln Standards. Eine Richtlinie, wie Untertitel inhaltlich zu erstellen sind, bieten die Untertitel Standards, die von den neuen Landesrundfunkanstalten von ARD, CDF und weiteren erstellt wurden. Einen Link dazu finden Sie ebenfalls auf der Folie. Ich gehe nur auf ein paar Punkte von diesen Untertitelstandards ein. Und zwar sollen maximal Untertitel in zwei Zeilen dargestellt werden. Es sollen maximal 37 Zeichen in einer Zeile vorkommen. Und die Lesegeschwindigkeit von 13 bis 15 Zeichen pro Sekunde sollte beachtet werden. Es soll ein Mindestabstand zwischen zwei Untertiteln eingehalten werden von einem Frame. Unter einem Frame kann man sich ein Einzelbild im Video vorstellen. Also keine ganze Sekunde, sondern wirklich nur einen minimalen Abstand. Verschiedene Sprecherinnen sollen durch Farben oder Spiegelstriche markiert sein. Und es sollen erklärende Angaben zu Geräuschen in eckigen Klammern gesetzt werden, zum Beispiel Musik. Und Untertitel sollten denselben Kenntnisstand und keinen Wissensvorsprung verschaffen. Als Beispiel hier, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie einen Krimi gucken und die Untertitel eingeschaltet sind und man hört, dass es an der Tür klopft und im Untertitel steht aber, der Mörder klopft an die Tür, dann sehen Sie, was gemeint ist mit dem Wissensvorsprung. Genau. Bevor wir in die Praxisphase kommen, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Einblick geben in das Tool, mit dem Sie gleich arbeiten werden. Es heißt Subtitle Horse und wir haben es für den heutigen Zweck ausgewählt, weil es zum einen browserbasiert ist. Es ist kostenlos und man muss sich nicht registrieren. Das heißt, wenn Sie den Link haben, können Sie eigentlich direkt loslegen. Außerdem benötigen Sie kein eigenes Video, sondern können einen Link zum Beispiel über YouTube einfach einbetten. Wie das geht, zeige ich Ihnen dann auch später und den Link stellen wir Ihnen auch zur Verfügung für die Übung. Wenn Sie schon einmal mit einem Videoschnittprogramm gearbeitet haben, dann wird Ihnen das jetzt bekannt vorkommen. Und zwar ist die Ansicht des Tools so aufgebaut, dass oben links der Videoplayer ist. So wie man es kennt, mit Play und nach vorn und nach hinten springen, Möglichkeiten im Video zu navigieren. Und ganz oben befindet sich, wie in anderen Programmen auch, das Menü Band, über das eventuell vorhandene Untertitel eingebettet werden können, verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können, über die Sie aber auch die Untertitel, wenn Sie dann fertig sind mit dem Video, auch exportieren können in unterschiedlichen Formaten. In dem Fenster oben rechts können Sie die Untertitel erstellen und bearbeiten. Da gibt es ganz oben zwei Buttons, die sind grau hinterlegt. Der eine heißt Add at Current Time, also an der Stelle einfügen, wo Sie sich gerade im Video befinden. Und der zweite Button heißt Add after Last Title, also wenn Sie schon mehrere Untertitel erstellt haben, wird ein neues Untertitelfeld danach eingefügt. Die Untertitel, die jeweiligen Untertitelblöcke sind blau hinterlegt. Nur der Untertitel, der gerade in Bearbeitung ist, der sozusagen aktiviert ist, ist grün unterlegt, beziehungsweise links neben der Zeit ist ein gelbes Auge zu sehen, beziehungsweise ein Stift, was nochmal verdeutlicht, dass dieser Untertitel gerade bearbeitet wird.
Also in diesem Feld können Sie dann den Untertitel eingeben oder Verbesserungen vornehmen und Sie können auch die Zeiten anklicken und größere oder kleinere Zeiten, also Werte, Zahlen eingeben. Genau, in dem Bereich ganz unten sind ebenfalls die Untertitel dargestellt, aber nicht untereinander, sondern nebeneinander auf einer Timeline. Der sehr dünne gelbe Strich zeigt an, wo ich mich gerade im Untertitel befinde. Und hier ist es auch so, dass ich die Untertitel alle sehe, die sind blau hinterlegt und der, der gerade aktiviert ist, der ist grün, den kann ich bearbeiten. Und vor allem geht es hier darum, die Zeiten einzustellen, von wann bis wann der Untertitel eingezeigt wird. Da kann ich an den Rand von dem Video gehen, dann ändert sich der Mauszeiger und dann per Drag and Drop. Also ich klicke mit der Maus und ziehe dann den Untertitel kürzer oder länger, je nachdem, wie ich ihn brauche. Zur Kontrolle ist der Bereich links zwischen der Videowiedergabe und der Timeline noch von Bedeutung. Und zwar werden hier verschiedene Fehler ausgegeben, die Subtitle Horse erkennt, beziehungsweise die man in den Optionen auch anders einstellen kann, wenn man das möchte. Das sind die Fehler Chars per Title, also Zeichen pro Untertitel, falls es zu viele sind, oder auch Chars per Second, also Zeichen pro Sekunde, was für die Lesegeschwindigkeit von Bedeutung ist. Und dann gibt es noch einen Fehler, der heißt Chars per Line, also wenn zu viele Zeichen in einer Zeile vorhanden sind, dann muss ich in den Untertitel gehen und mit Enter eine zweite Zeile einfügen. Genau, falls da Fehler sind, werden Ihnen da diese Werte in Rot angezeigt, beziehungsweise auch nochmal in einem weißen Feld mit roter Schrift. Und dann gilt es, diese eben zu bearbeiten. Bevor wir jetzt in die Aufgabe gehen und Sie selber aktiv werden können, möchte ich Ihnen noch einmal kurz das Tool an sich zeigen, wie es im Browser erscheint. Und zwar, wenn Sie den Link, den wir Ihnen zur Verfügung stellen, wenn Sie den eingeben, kommen Sie auf die Webseite von Subtitle Horse und müssen dann, ich glaube, 3 Schritte machen, um wirklich anfangen zu können. Als erstes wird das Tool gestartet über den grün hinterlegten Bereich, in dem steht Create Subtitles with the Free Version. Da klicke ich einmal drauf. Und bei mir sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Bei Ihnen wird es alles leer sein. Ich habe schon verschiedene Projekte gemacht und Sie können entweder ein neues Projekt hinzufügen oder in meinem Fall überschreibe ich einfach ein altes Projekt. Ich schreibe hier den Namen rein, wie ich das Projekt nennen möchte und muss dann hier in das untere Feld einen Link einfügen von einem Video. Das ist das Video, was wir Ihnen auch zur Verfügung stellen. Das kopiere ich hier ein und kann dann über den Button Next einen Schritt weitergehen. Dann wird als letztes noch gefragt, welche Framerate das Video hat. Das ist jetzt für uns zum Ausprobieren ist das nicht wichtig. Ich kann einfach anklicken, dass ich es nicht weiß. I don't know. Und wenn ich auf Start klicke, dann öffnet sich das Tool und ich sehe die Ansicht, so wie Sie es auch eben in der Präsentation gesehen haben. Und genau, die Aufgabenstellung ist, Sie haben 15 Minuten Zeit, wenn ich nicht überzogen habe mit dem Input-Teil. Sie bekommen die beiden Links über den Chat zur Verfügung gestellt. Und Ihre Aufgabe ist es, zum einen sich das Video erstmal anzuschauen, damit Sie die Inhalte kennen. Und dann probieren Sie einfach mal mit dem Tool aus, Untertitel zu erstellen und diese an die Zeiten richtig anzupassen. Sammeln Sie einfach ein bisschen Erfahrung. Und genau, ich